verschenkt hat. Oh, und da ist schon wieder der nächste Lauf unterwegs. Und das ist der nächste, der erste Hindernislauf. Haben wir nicht mitbekommen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir wieder... Ja, doch, diesmal sind wir gut in der Zeit. Ne? Ja, es liegt daran, dass die 7 Minuten zu früh gestartet sind, die Damen. Es regnet, es soll natürlich darauf geachtet werden, dass im Sinne der Athletinnen hier das Wetter nicht noch schlechter ist. So, ein Hindernislauf, Sie sehen gar keine Hindernisse. Das ist deshalb der Fall, weil eben die Ziellinie erst einmal passiert werden muss, ehe dann die Hindernisse in den Weg gestellt werden. Deshalb stehen da schon die starken Helfer an den Hindernissen, die diese dann gleich auf die Strecke tragen. Aber das erste Hindernis wartet hier in der Startkurve. Wen haben wir dabei? Die Favoritinnen, das ist mit Sicherheit Paula Schneiders bei der U18 EM über 2000 Meter Hindernis. Da wurde sie Dritte, ist auch die schnellste Deutsche. Ja, und dann gibt es noch Anna-Sophie Drees, die hatte so viel Pech bei 70,31, damit ist er angereist, 72,07, und das ist jetzt der letzte Durchgang beim Sperrwurf. Ja, wir warten noch auf die Weite. Und hier vorne weg, da sehen wir Paula Schneiders. Übrigens 2000 Meter Hindernis gelaufen. Das ist die international gelaufene Strecke bei der weiblichen Jugend U18. Und über diese Strecke ist sie eben drittbeste in Europa. Caroline Sophie Löffel mit dabei. Katrin Marx, die zweite der süddeutschen Meisterschaften. Ja, und immer wieder der Jubel beim Sperrwurf, da müssen wir natürlich dranbleiben. Denn da sehen wir Leon Hoffmann, und das ist an David Schepp, Silber nach Iburg-Steinbach. Leon Hoffmann und Gold und der neue deutsche Jugendmeister vom Sportclub Magdeburg. 75,58 Meter, das ist Gordon Schulz. Ja, und während wir hier diesen 1500 Meter Hindernislauf sehen, schauen wir auch immer mit einem Auge noch auf den Weitsprung in der weiblichen Jugend U20. Denn da sind jetzt nur noch 4 Springerinnen aktiv. Es führt nach wie vor Lea Jasmin Rieke mit 6,34 Metern. Ja, aber jetzt schauen wir vor allem auf die letzte Runde der 1500 Meter Läuferinnen und an Paula Schneiders, die da vorne wegläuft, und Alicia Freitag, die süddeutsche Meisterin, die ein ganz, ganz starkes Rennen läuft. Das sieht danach aus, als ist Gold vergeben, Silber wohl auch, aber die Bronzemedaille, da kann es noch spannend werden. Das ist Paula Schneiders, vorne jetzt noch 200 Meter zu laufen, einmal geht es noch durchs Wasser, schaut sich schon um, ja, da hat sie ein bisschen Luft zu zwei. Und Paula Schneiders das letzte Mal. Oh, da fällt sie fast. Das hätte noch mal ins Auge gehen können. Aber sie ist in Führung auf den letzten 100 Metern. Und schaut sich noch mal um. Das kann ja noch mal richtig spannend werden. Alicia Freitag, kommt die da einfach noch mal ran? Das ist doch nicht zu fassen. Die süddeutsche Meisterin schlägt die EM-Bronze-Medaillengewinnerin. Damit hat hier keiner gerechnet. Und schauen Sie sich das an, die Alicia Freitag. Fix und fertig liegt sie da. Um Gottes Willen, was für ein Drama. Paula Schneiders mit dem Sturz. Und beim Weitsprung, da geht es uns nicht ersichtlich auf jeden Fall. Aufgegeben. So, die U18-Meisterin steht da noch und die U20-Läuferinnen, die machen sich bereit für ihre 2000 Meter Hindernis, die wir jetzt gleich sehen. Ja, 2000 Meter Hindernis. Da werden die Hindernisse nochmal umgestellt und dort von der Bahn genommen, wo sie halt erst später aufgestellt werden. Und da sehen wir
die Damen. So, nochmal der Blick auf den Zeitplan. Da hinten sehen Sie es. Das ist doch mal ein Hindernis. Golfauto, so soll es sein. Spaß bei der Arbeit.